Hallo YouTube und herzlich willkommen hier bei Modbox. Ich bin's, der gute Pamu, und wir schauen uns heute einen Mod an aus dem Bereich Dekorationen. Und zwar handelt es sich hierbei um den Mod Bauen mit Bauklötzen. Ja, was verbirgt sich dahinter? Der Modder schreibt hierzu: Sei dein eigener Bauherr und bau mit diesem Set aus Betonklötzen, Bodenplatten und Decken deine eigenen Gebäude. So, wir schauen uns das einmal an in unserem, ja, ich sag mal, Baumenü, also beziehungsweise Kaufmenü unter der Rubrik Sonstiges bei Bauen. Ja, da hätten wir dann hier einmal dieses kleine Gebilde, was ich jetzt mal vorbereitet habe. Das finden wir im Bereich der Dekorationen unter den Reiter Sonstiges. So, da hätten wir dann zu einem, muss man ehrlich zugeben, wir haben hier mehrere Bauteile. Wir hätten hier ein, ja, Betonklotz mit 0,5 mal 1 Meter. Dann hätten wir ein 1 Meter mal 1 Meter. 1 Meter mal 2 Meter. Wir hätten dann eine 10 mal 10 Meter große Bodenplatte. So. Wir hätten dann auch eine Deckenplatte mit 3 mal 10 Meter. Dann hätten wir noch, ja, nochmal eine Deckenplatte mit 3x10 Meter. Wir haben sie zweimal drin stehen. Einmal für 250 Euro und einmal für 300 Euro. So, dann hätten wir dann eine Deckenplatte mit 10x20 Meter für 5000. Und wir hätten dann noch eine Fensterbrücke. Also eine Fensterbrücke mit 1 Meter mal 3 Meter. Also 1 Meter breit, 3 Meter lang. So. Wie man sieht, haben wir hier auch schon die ein oder anderen Sachen jetzt schon mal verbaut. Ja, und wir wollen jetzt einmal kurz hier weiterbauen, damit wir auch die Deckenplatte jetzt mal draufsetzen können. So, dann nehmen wir jetzt mal dieses. So, ich hoffe, ich kann es jetzt richtig reinsetzen. Ja, wunderbar, das passt schon mal. Dann setzen wir hier den nächsten. Oh, der wollte jetzt nicht so ganz. Aber das ist auch kein Problem. So, dann setzen wir erstmal das Meterstück. Mal gucken, ob ich das jetzt richtig reinsetzen kann. Und das passt wunderbar. Dann nehmen wir wieder das große Stück. Und das will jetzt nicht. Warum auch immer. Warum auch immer will jetzt dieses Stück jetzt nicht hier reingehen. So, schon wieder nicht, das ist jetzt so, man sieht schon, jetzt habe ich es einmal verkehrt gesetzt, aber das ist jetzt auch kein Beinbruch. So, aber vielleicht klappt es ja so. Ich bin jetzt auch nicht so der große Bauexperte oder der große Bau. Ja, es will jetzt auf jeden Fall bei mir jetzt gerade nicht funktionieren. Warum auch immer. Kann ich das hier hinten setzen? Jo, hinten funktioniert es einwandfrei. Jetzt sollen wir mal kurz schauen, ob ich hier vorne das... Ne, das vordere will jetzt auch nicht. Ach doch, guck hier, das hintere hat es... Das vordere hat es erstmal angenommen. So. Jetzt mal schauen, ob ich das jetzt hier jetzt nochmal richtig setzen kann. So. So, das passt schon mal. Dann setzen wir hier nochmal zwei kleine hin. Ah, das funktioniert. Der wollte es nicht so ganz. Ah, auch nicht so ganz, also... Man sieht schon, da muss man schon so ein bisschen das Händchen für haben, um da jetzt das richtig hinzusetzen. So, das ist jetzt schon mal reingerutscht. Aber der hier hinten, der will jetzt noch nicht so ganz. Also man sieht schon, das ist schon ein etwas, ja. Na. Jetzt will er noch nicht reinrutschen, aber egal. Jetzt wollen wir uns mal kurz die Bodenplatte angucken, also die Deckenplatte.
Nein, okay. Also man merkt schon, dass das so ein bisschen. So, die hätten wir schon mal dahin gesetzt. Also man sieht schon, man kann hier wirklich richtig auch was, ne, an Zeit investieren für eben halt dann. Diese Baugeschichte. So, aber der ist immer noch ein Dorn im Auge. Dann machen wir den jetzt noch mal neu setzen. Also man sieht wirklich, dass das so ein bisschen, ja. Ein bisschen tricky ist. Aber der will immer noch nicht sitzen. Ja, vielleicht muss ich den einmal kurz wegmachen, die Fensterleibung, damit ich den dann richtig setzen kann. So, zack, einmal rein. Und dann nehmen wir jetzt nochmal kurz die Fensterleibung. Und versuchen den jetzt nochmal vernünftig reinzusetzen. Und ja, auch das gelingt leider nicht. Also wer da wirklich ein Händchen für hat. Also Hut ab, muss ich ehrlich sagen dann. Also man sieht's, ich komme leider nicht dazu. Also es ist schon ein bisschen tricky. Aber ich muss auch wirklich sagen, es ist ein interessanter Mod, wenn man eben halt dann drauf beruht, sich seine, ja. Deine Gebäude eben halt selber zu bauen. Man sieht jetzt auch hier, die Deckenplatte, die liegt auch gut auf. Also ist es ein interessanter Mod. Wer sich damit auf jeden Fall so ein bisschen auch, beziehungsweise der Baumechanik so ein bisschen auskennt, wäre der Mod auf jeden Fall etwas. Ob es jetzt kostengünstiger ist, als das fertige Alien zu setzen, ja, das weiß ich leider nicht. Aber. Ich finde es interessant, man kann so, sich so seine Unterstände selber bauen. Ja. Wer auf jeden Fall Interesse an so einem Mod hat, den findet ihr auf jeden Fall bei ModHub. Gibt es für aktuell für PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One und Xbox S. Wie gesagt, wer Interesse an solchen, an so einem Mod hat, ist mit dem hier auf jeden Fall gut, ja, gut beraten, mehr oder weniger. Wie gesagt, also. Wir schauen uns auch mal kurz die Lok an und die Lok ist ja aktuell fehlerfrei, keine Warnings, keine Errors, keine Lures. Wobei ich aber auch sagen muss, ich habe das Ganze jetzt im Singleplayer getestet. Wie sich das jetzt auf dem DD-Server verhält, kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Wenn euch diese kleine Mod-Vorstellung gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da und die Glocke nicht zu vergessen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.